Schauen wir uns das mal jetzt genauer an. Das war ja nur eine Motivation bisher. Was hat es mit der Parameterdefinition auf sich? Parameterdefinitionen sehen syntaktisch so aus, dass ein Typ dort steht und ein Name für einen Parameter. Gefolgt von beliebig vielen weiteren Typ-Parameter-Kombinationen, die untereinander mit einem Komma getrennt sind. Parametername sind Bezeichner. Die Semantik ist, Parameterdefinitionen können ja stehen bei der Definition von Prozeduren und Funktionen innerhalb der runden Klammern. Und die Semantik ist, es wird eine lokale Variable für die Prozedur und Funktion eingeführt und kann im Prozedurrumpf bzw. Funktionsrumpf genutzt werden. Bezeichnung, man nennt das auch formale Parameter. Also hier habe ich eine Funktionssumme mit zwei Parametern, ob 1 und ob 2, vom Typ int, und die kann ich jetzt im Funktionsrumpf benutzen. Oder hier habe ich eine Prozedurausgabe mit zwei Parametern, Charakterzeichen, also ein Buchstabe, und einen Int-Wert, Anzahl. Und da kann ich jetzt im Funktionsrumpf drauf zugreifen. Nämlich, ich durchlaufe den Wertebereich von 0 bis Anzahl minus 1 und gebe entsprechend oft das Zeichen auf dem Bildschirm aus.